Wenn Kinder Massenmorde an Kindern begehen, dann stirbt eine Gesellschaft. Das ist das Ende. Ich finde die Idee einfach faszinierend, mitten im Leben ein Kunstwerk hineinzusetzen in eine Stadt, weil dann Leute mit Bildern konfrontiert sind, die gar nicht darauf vorbereitet sind. Und ich glaube, das ist der Moment, wo der Künstler vielleicht, wenn alle anderen nicht mehr sehen, für die anderen sehen muss. Deswegen habe ich auch ein Zitat von Goya verwendet, I saw this, ich habe das gesehen. Bei meinen Bildern habe ich nie irgendwelche Bedingungen oder Vorstellungen, wie Leute reagieren sollen. Das Ganze ist ein Dialog. Kunst braucht keine Regeln, keine Aufgaben, keine Bedingungen. Kunst braucht nur eines, Freiheit, absolute Freiheit.